Hallo, heute stellen wir euch die Verwendung unserer Software Safe & Carry für Windows anhand eines Beispiels einer Wochenschaltuhr pro Generation vor. Als Anwendungsbeispiel haben wir uns eine Beleuchtungssteuerung einer Tiefgarage ausgesucht, bei der das Licht montags bis freitags jeweils um 7 Uhr eingeschaltet und um 21 Uhr wieder ausgeschaltet werden soll. An Wochenenden soll keine Schaltung vorgenommen werden. Zunächst öffnen wir das Programm Safe & Carry über das Icon auf dem Desktop oder die Verknüpfung im Startmenü. Beim Start der Software oder auch nach Klicken des leeren Blattsymbols kann im Auswahlfenster der zu programmierende Schaltuhrentyp ausgewählt werden. In unserem Beispiel wählen wir hier die SC28X1 Pro Wochenuhr aus. Die Auswahl bestätigen wir anschließend mit OK. Um den ersten Schaltbefehl, in unserem Beispiel das Einschalten morgens um 7 Uhr anzulegen, klicken wir auf das Plus-Symbol in der Menüleiste. Im darauf öffnenden Fenster können wir zunächst eine Bezeichnung für den Schaltbefehl eingeben, zum Beispiel Beleuchtung Tiefgarage ein, Montag bis Freitag. Kleiner Hinweis, diese Bezeichnung ist nicht in der Schaltuhr sichtbar und dient nur der besseren Übersicht im Projekt. Als erstes wählen wir anschließend den Kanal, auf den der Schaltbefehl wirken soll. In unserem Beispiel verwenden wir Kanal A. Bei Typ und Funktion belassen wir die voreingestellten Werte Standard und Ein-Aus und setzen das Häkchen bei Ein, falls dieses nicht schon aktiviert ist. Anschließend wählen wir die Tage aus, an denen der Schaltbefehl ausgeführt werden soll. Gemäß unserem Beispiel wäre dies Montag bis Freitag, weshalb wir Samstag und Sonntag deaktivieren. Als letzten Punkt tragen wir noch die gewünschte Einschaltzeit ein. Für unser Beispiel wäre dies 7 Uhr. Nach erfolgter Eingabe und nochmaliger Prüfung schließen wir die Programmierung des ersten Schaltbefehls durch Bestätigen mit OK ab. Der erste Schaltbefehl wird nun als Zeile in der Übersicht des Programms dargestellt. Um den zweiten Schaltbefehl, in unserem Beispiel das Ausschalten abends um 21 Uhr, anzulegen, klicken wir wieder auf das Plus-Symbol in der Menüleiste. Auch hier können wir wieder eine Bezeichnung für diesen zweiten Schaltbefehl eingeben. Anschließend wählen wir wieder den Kanal aus, auf den der Schaltbefehl wirken soll, in unserem Beispiel also wieder den Kanal A. Typ und Funktion belassen wir wiederum auf Standard und Ein-Aus. Setzen jedoch das Häkchen bei Aus anstatt auf Ein. Anschließend wählen wir wieder die Tage aus, an denen der Schaltbefehl ausgeführt werden soll. Gemäß unserem Beispiel wäre dies wieder Montag bis Freitag, weshalb wir auch hier Samstag und Sonntag deaktivieren. Als letzten Punkt tragen wir noch die gewünschte Ausschaltzeit ein. Für unser Beispiel wäre dies 21 Uhr. Nach erfolgter Eingabe und nochmaliger Prüfung schließen wir die Programmierung des zweiten Schaltbefehls durch Betätigen der OK-Taste ab. In der nun dargestellten Übersicht sehen wir nochmals alle angelegten Schaltbefehle. Im konkreten Beispiel sind dies zwei. Zu sehen sind unter anderem der ausgewählte Kanal für die Schaltzeit, die Schaltfunktionen, die gewünschte Schaltzeit und die Tage, an denen die Schaltbefehle ausgeführt werden. Um das zuvor erstellte Projekt mit den entsprechenden Schaltzeiten auf den Datenschlüssel DK Pro zu übertragen, klicken wir in der Menüleiste auf das Symbol Projekt auf Datenschlüssel schreiben. Vor der Übertragung sollte geprüft werden, ob der Programmieradapter PP50 oder PP60 mit dem Computer verbunden und der Datenschlüssel DK Pro im Programmieradapter eingesteckt ist. Anschließend kann durch Klicken auf Schreiben das Projekt auf den Datenschlüssel übertragen werden. Der Datenschlüssel kann nun entfernt und in die zu programmierende Schaltuhr gesteckt werden. Das Laden des Programms vom Datenschlüssel muss dann noch über das Menü der Schaltuhr ausgeführt werden. Das Projekt kann für die spätere Verwendung natürlich auch auf dem Computer gespeichert werden. Hierzu auf das Diskettensymbol in der Befehlsleiste klicken und einen entsprechenden Dateinamen vergeben. Das war es auch schon. Viel Spaß bei der Programmierung weiterer Schaltzeiten mit unserer Safe & Carry Pro für Windows.